Also tatsächlich, was wir eigentlich mal ändern müssen, das sehe ich auch ein. Da hatte ich mit Brett vom Kopf gestern gesprochen, ein bisschen. Und auch mit hier unserem Chief Secretary. Ist dieses, dass wir jede Akte einzeln machen. Das ist halt das, was das so enorm manchmal in die Höhe treibt. Gerade wenn die Leute halt dann zum Beispiel wie Arthur zwischendurch eine Woche lang nicht da sind und der dann zurückkommt und hat da irgendwie eine insgesamt, was war da, 200.000 Dollar Strafe oder sowas. Weil sie das halt aufsummiert hat, weil wir in der Zeit sehr viele Anklagen durchgebracht haben und sehr viele Strafbefehle durchgebracht haben gegen ihn. Und er hat eine Woche nicht da war und dann kommt er zurück, muss 4 Tage in den Knast. Ja. Das kommt halt hauptsächlich daher, dass wir halt damals von Mount Castle noch die Anzeige bekommen haben, okay, vor Gericht nur noch eine Akte. Mount Castle ist aber nicht mehr da. Und Antonio Monteclaro, schöner Name. Das müsste man wieder ändern, dass man wieder Sammelakten machen kann vor Gericht, obwohl das wiederum lange, lange Prozesse sind, wo dann auch wieder keiner Bock hat hinzugehen, einfach weil sie so lange sind. Das ist auch blöd. Und was ja letzte Season auch so war, wenn man jetzt zum Beispiel einmal Ulrich eingibt und ich bin jetzt in den Zellen und übernehme gerade einen Fall von einem Siegfried Ulrich. Dann war es letzte Season so, dann hieß es, okay, du stellst keinen Strafbefehl gegen ihn aus, bis nicht alle offenen Akten bearbeitet sind, sodass alles gleichzeitig rausgeht. So wie ich das quasi mal bei Phineas Taylor von Richmond gemacht habe, da gab es ja diesen Osterhasenfall, sage ich jetzt mal, wo wir dann in einem Gerichtsverfahren, wo er dann im Gerichtsverfahren zugegeben hat, dass er an diesem Tag mit einem Hasenkostüm rumgefahren ist, bla bla bla, wir daraufhin dann die ganzen Akten nochmal geöffnet haben und ihn dann für alle Osterhasenakten verknackt haben. Die habe ich alle zusammengefasst, habe das alles sogar in eine SMS reingepackt. Und damit waren diese Akten dann zusammen abgeschlossen an einem einzigen Tag. Dann muss er das einmal absitzen und dann ist fertig. Und das haben wir ihm dann aber noch gewährleistet, dass er dann gesagt hat, ich möchte das gerne splitten und bla bla bla. Haben wir dann gesagt, ja, kein Problem. Dann ist halt 3 Tage nacheinander nachts da in den Knast ins Bett und dann ist gut. Aber so war das letzte Season, dass wenn da halt offene Akten waren, du eigentlich alle Akten zusammenfassen musst, sodass da dann ein Strafbefehl rausgeht. Ist irgendwie diese Season auch schwierig, weil während du versuchst, Akten zu bearbeiten und Akten abzuschließen, begehen die Leute schon wieder 3 neue Straftaten, die in den Akten landen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich hier, keine Ahnung, als ich hier das abgehandelt habe, das war ich ja sogar selber, ja. Wenn ich das abgehandelt habe, hätte eigentlich das hier schon verurteilt sein müssen und das hier auch. Genau. You know? Damit es halt zusammengefasst wird. Damals kam keiner nach bei diesen Mehrfachtätern und es gab haufenweise TOTPs, weil Sammelten übersehen wurden. Also war auch scheiße. Okay, XD, ich verstehe. War auch scheiße. Okay, das macht das auch nicht besser. Ja, weil wir haben ja auch festgestellt, wir haben ja am Anfang Sammelakten gemacht und die Verhandlungen waren absoluter Murks. Die Verhandlungen sind zum Kotzen gewesen mit Sammelakten. Da gefällt mir Slim, der fragt immer nach, ob er auf der Fahndungsliste steht. Ja. Stehe ich ja auf der Fahndungsliste? Oh. Phil, da stimme ich dir zu 100% zu, was du da geschrieben hast, ne? Dass man nach links und rechts gucken muss im RP. Also gerade im RP. Im wahren Leben natürlich nicht, ja. Im wahren Leben wird ein Staatsanwalt nicht noch rumscherzen mit Sigi Ulrich, ja. Aber im RP halt schon. Ich versuche das, ja, ich weiß. Funktioniert auch nicht immer. Funktioniert ehrlicherweise nie wirklich so, wie man sich das vorstellt. Aber ich versuche das. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das quasi auch auf alle anderen übertragen soll. Von Richmond am Anfang hatte er eine Verhandlung und hatte bis zur Verhandlung dann wieder 4 bis 5 Akten offen. Ja, das ist schwierig. Das sind natürlich die Leute, die auch täglich online sind, dann täglich Crime begehen. Ja? Und wenn auch nur, I don't know, keine Ahnung, 30% von den Sachen, die sie machen, überhaupt in der Akte landen, hast du halt trotzdem jeden Tag eine neue Akte über die. Ja? Das ist halt so schön. Du kommst einfach nicht mehr hinterher. Bonifius, Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Okay, Sammelakten hat letztes Season auch nicht so gut funktioniert, sagst du. Na gut.
Weiß ich auch nicht. Schön. Auch noch jemand vergessen? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt eine ganz lange Liste. Die schreibe ich jetzt Mr. Delanois. E-Mail? Oder J.O.? Schreib's einfach an J.O. Ich habe keine Ahnung, was Delanois für eine E-Mail-Adresse hat. Dann haben wir unsere Schuldigkeit zu gestern getan. Wie lang ist die Liste? Ach ja, die Verjährungen. Ah ja. J.O. war das, ne? Jetzt stand. Bitte Sie, in folgenden Akten zur Beurteilung. So, jetzt kommt lange Liste. Bitte schön. Dann löschen wir das hier direkt wieder raus aus dem Gesendet-Ordner. Kann ich gar nicht. Okay. Verjährungsliste. Yay. Hatte ich William schon die Zugangskarten geschickt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das heißt, packe euch mal kurz hier wieder in den Screen rein und verschicke mal wieder Passwörter. Was im Pupico? Was ist jetzt wieder? Ach du Scheiße. Was ist jetzt wieder? Ach du Scheiße. Bin gespannt, ob es bei uns noch eine Verhandlung geben wird. Die Anwälte gehen da gerade mit richtig viel Hass rein. Anmods, wovon sprichst du? Die Liste ist so extrem lang, ihr Arm. Ach. Also. Was hast du denn gedacht, wie lang die Liste wird? So, die anderen Sachen. Warte mal. Nicht probiert. Ja. Ah! Anwort, ja gut, ich habe dich jetzt ehrlicherweise nicht dem AOD zugeordnet. Soll ich dich jetzt spoilern? Anwort? Soll ich dich spoilern? Eine der Akten ist schon längst verjährt. Ich weiß, sie fangen jetzt an zu verjähren. Der erste Tag ohne Devils, wird's entspannter? Nein, glaube nicht. Auch wenn das die Devils anders sehen, aber unser ganzer Tag bestand nicht aus daraus, irgendwas für die Devils zu tun. Oder gegen die Devils. Bestand es einfach nicht. Wie, es gibt mehr als eine? Ja, es gibt mehr als eine. So müsste das sein. So. So. Bin jetzt fertig. Dann kann ich euch wieder dazu schalten.
Warte, nee, dann machen wir jetzt die Verjährungsakten, wenn wir gerade mal hier sitzen und die Zeit dafür haben und eh noch keiner da ist, mit dem ich das irgendwie Drama ausspielen kann. Warten wir noch. Genau, jetzt kann man sich wenigstens mal um andere wichtige Dinge kümmern, ja? Verjährungsliste. Geht der Kack wieder los. Versuchte Tötung Alaska. Es ist eine Tötung, Leute. Die verjährt nicht. Wenn sie wirklich versucht war. Da gucke ich jetzt aber nicht nach. Ehrlich. Leichenfund Harmony. Haben wir gerade abgeschlossen, glaube ich. Nee, haben wir nicht. Seven Stone. Leichenfund, Leute. Tötung verjährt nicht. Was ist mit euch? Leichen verjähren nicht. Oh, das ist eine schöne Nummer. 69696. Bedrohung. Oh nein. Was? Wandersilber. Flo Vega schon wieder. Eieiei. Wieso landet hier jetzt auf einmal wieder der Name Robin Train? Jetzt bin ich wieder interessiert. Leichen haben kein Verfallsdatum, das ist richtig. Oh. Das ist wie ein guter Wein quasi. Eine Frau Quinn sagte, dass ich den Kontakt zu Miss Train abbrechen soll, denn wenn ich das nicht mache, werde ich schon sehen, was passiert. Warum bin ich plötzlich so interessiert an dieser Akte? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ist zwar verjährt. Ist sie schon verjährt? Mein Fandersilber ist eh lang abwesend, ne? 16. ist von Montag auf Montag. 1, 2, 3, 4. Ja, ist gestern verjährt. Also jetzt in der Nacht verjährt quasi. Verjährt. Aber schreibe ich schon mal meinen Namen rein, wa? So. Oh Gott. Bitte mitsprechen. Es gab einen Leak auf VNet. Herr Kim zieht die Anzeige zurück und möchte das nicht weiter befolgen. Ja, dann ist sie doch eingestellt. Dann ist sie doch zurückgezogen, weil es ein Antragsdelikt. Nee. Hat er sich genötigt gefühlt? Ja, das ist eine Nötigung. Dann ist egal, ob es zurückzieht. We don't care. Zane. Hallo Miss Zane. Hier ist ihr nicht begangenes Kaffee-Date Palina Peach. Ah. Sie rufen unbekannt an, deswegen, Entschuldigung. Ja, genau, mache ich eigentlich immer. So eine Arbeitskrankheit. Ja, ich wollte nur sagen, dass Ihr Kleiderschrank demnächst geliefert wird. Ah, das ist hervorragend. Vielen lieben Dank, Frau Peach. Das ist klasse. Wunderbar. Dankeschön. Alles klar, das war's auch schon. Ciao. Tschüss. Kleiderschrank. First World Problems. So, weiter geht's.
Befreiung von Personen aus Haft und Androhung von Gewalt. Am 3.11. übernommen und Aussage steht auch drin. Warum hat das noch nicht fertig gemacht? Wenn sie das Gutachten ist da. Was ist da los? 58446. 58446, wer hat morgen? Einbruch, Verfolgungsjagd, Schussabgabe auf Officer liegt bei der Forensik mit Johnny Laser. Kurz war die Zellen zur Abhandlung. Warum steht ihr kurz nicht drin? Null acht fünf zwei fünf. Die Gabe kam halt nie zur Übergabe, DOJ, die Schweine. Warte, bevor ich die jetzt wirklich schreibe, die SMS. Stand da unten bei DOJ was? Eigentlich habe ich weit. Ja, ich habe weit genug runter. Ist gut, okay. Er möchte, dass ich die 22196 angucke. 22196. Was ist jetzt die Frage? Ich habe hier die Akte, die eigentlich in den Zellen verurteilt wurde, aber das PD kriegt die dritte Person nicht mehr zusammen. Kommt auf 2200. Ach, weil die wird alle drei bezahlt, oder was? Ah, okay, sie hat für alle drei bezahlt. Und die kriegen aber die dritte. Ah, okay, jetzt verstehe ich die Frage. Okay, die kriegen die dritte Person nicht zusammen. Das heißt, eigentlich hätte sie nur für zwei bezahlen müssen. 22196. Wie lange ist das her? Boah, ewig. Weiß ich eh nicht mehr, wer da dabei war. Ja, die Akte übergebe ich dann einen Richter. Und dann muss der Richter sagen, ob wir nur den Teil erlassen, den sie zu viel bezahlt hat, nämlich den für die dritte Person, oder ob wir alles erstatten, weil Verfahrensfehler. 22196. Das darf ich nur Codeware nicht sagen, weil Codeware macht wieder ein COCP gegen Kurz raus. Also jetzt schon wieder. So. Weiter geht's. Schießerei Stadtpark. Wo liegt die? Beim PD. Nee, weißt du was? 17. Verjährter heute Nacht, ne? Die, die beim PD liegen, lasse ich jetzt auch einfach liegen, wenn die nur noch einen Tag sind. Ja, verjährt jetzt heute 0 Uhr. Nö, die lasse ich da einfach liegen, ganz ehrlich. Wie schwer kann es sein, seine Akten wenigstens zu übergeben? Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, so, das ist meine. Was war das? Jurin Marquez. Warte, das ist dann die nächste? Da fehlen aber einige zwischen. Am 28. dann die nächste in der Verjährung? 1, 2, 3, die Verjährung, das ist nächste Woche. Ist das Richtige? Verjährt am 14. Hä? Gibt es die zweimal?
Tattag 18.10. Steht 28. Geändert? Oder was? Und ich weiß, dass ich Urin Dings auf die Fahndungsliste geschrieben habe. Sie steht auf jeden Fall auf der Fahndungsliste. Battlecheese, Hallöchen! Die Fischbrötchen bleiben nur ein Running Gag. Richtig, und jetzt sind es nämlich unsere Fischbrötchen. Die haben wir denen nie wieder zurückgegeben. Late, ja genau, das hat gestern nicht funktioniert. Also offensichtlich hatte dann Frau Peach leider keine Möglichkeit, das hier einzubauen. Deswegen muss Bitdevil das machen. Also Programmierer. Und das hat sie mir damit, glaube ich, bestätigt, dass der Programmierer zugestimmt hat, dass er das irgendwann mal tut. Was für eine Aussage. Der TV hat auf ein Opfer geschossen, weil das Opfer im Auto frech wurde. Genauso hat er es uns aber gesagt. Ich habe das ja sogar zensiert. Wer das gesagt hat hier. Dabei ging es um Schulden, die er nicht bezahlt hatte. Auf ihn geschossen hat sie dann, weil er im Auto frech wurde. Genau so hat er es gesagt. Genau so hat er es gesagt. Kann ich nichts für. Okay, ich bin verwirrt, warum die jetzt als nächstes verjährt, weil die vom 28.10. ist und nicht vom 18. Aber okay, da bin ich schon, das in Frage zu stellen. Jetzt sind wir wieder im Richtigen. Razzia ist ja quasi schon... Da gibt es ja nichts zu beurteilen, oder? Außergerichtliche Lösung. Das ist doch wunderbar. Das heißt, da verjährt dann, wenn dann nur dieser Drogenbesitz wahrscheinlich. Hat hoffentlich einen Blick. Callahan. Er hat am 26.10. die Forensik schon um ihren Bericht gebeten. Gut, dann mache ich eine neue Zeile, eine neue Sache hier auf mit Aktenzeichen. Wo wir mal fragen müssen, warum das nicht läuft mit der Forensik. 43477. Und dann wird Kellerin das sicherlich verjähren lassen und dann drunter schreiben, Forensik ist schuld. Rufmord liegt noch beim PD. Lassen wir beim PD einfach verjähren, komm. Kein Bock, wirklich. Kein Bock, jetzt zwei Tage vor Verjährung Sachen vom PD zu übernehmen und das dann auf meine Kappe zu nehmen. Da bin ich auch einfach ganz ehrlich, ne? Did you Hayford? Der Coldwell. Gut, dann wird das Hayford machen. Auch schön, dass da kein Staatsanwalt dran ist. Ach. Ja, kann ich nicht so stehen lassen. Kein Staatsanwalt rein, das kann ich nicht stehen lassen. Gotta get it right now. Wer bespielt die Forensik eigentlich? Normaler Spieler oder wer von der PA? Normaler Spieler. Frau Vico befragen. Wer ist denn Frau Vico?
Guck mal, da habe ich neue Infos für Sie, Mr. Hayford. Die hat mir Mr. Coldwell noch gegeben. Sind Sie da? Nein. Glück. Sind Sie da? Nein. Okay. Schreibe ich mich damit rein? Haben wir noch 3 Tage Zeit immerhin? Wir wollten noch keinen DTU-Tag mehr, ne? Dann machen wir da nur Hayford Zane, so. Dann findet er sich ja selber immer noch. So. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich von Akten, die wir auch mal vom PD jetzt übernehmen könnten, wo wir noch was reißen könnten. Guck mal, die liegt noch beim PD. Ja, ich würde fast behaupten... Warte mal, haben wir die nicht sogar gefunden gestern noch? Das war doch das Depressen-Einbruch, nachdem Owen gefragt hat, ne? Ja. 10, da habe ich den Officer noch gefragt, was ein 1031 ist. Einbruch. Das heißt... 58504. Da kopieren wir jetzt einmal den Text hier raus. Fertig. Ah ne, ist noch nicht fertig. Warte. Muss natürlich der Richter sein Urteil noch drunter schreiben. Den Einbruch ins Prison. Das kommt noch auf die Liste. AZ58504. Damit auch von der Verjährungsliste runter. Toll. Komm gut voran. Nicht. Top Raub Schumasch liegt noch beim PD. Überraschend, nicht wahr? Keaton. Er rannte aus dem Laden. Wir folgten diesen zu Fuß am Strand und stellten diesen. Eingestellt, mein Freund. Speichern. Auch raus aus der Verjährungsakte. Liste. Hallo, Ghosty, na, was geht? Na, was geht denn so bei dir? Na. Kurz. Das ist die Akte, die wir jetzt, wo wir uns drum kümmern. Die kommt dann auch aus der Liste. Alles gut. Wird sich drum gekümmert. Ein Techniker ist informiert. Okay. Oh nein, das Akten. Oh nein, tu mir das doch jetzt nicht an! Jetzt, wo ich hier. Oh nee! Nicht jetzt Aktensystem kaputt machen. Danke. Liegt auch noch beim PD. Ist das nicht überraschend? Karl Wagner, Miss Eau Claire, Miss Rosso, Wolfgang Korknack. Oh Gott. Ach. Okay, kein Match. Match zu einem Aktenzeichen. Kein Match. Okay, das heißt, wir gucken uns mal kurz das Aktenzeichen hier an. Die 84291. Ah ja, natürlich. 84291. Zoe Vivienne Eau Claire ist vom 21.10. Ist auch noch nicht verjährt. Noch nicht so lange her. Steckschussarm. Dieser Steckschuss aus dem Arm gehört jetzt also zu der Waffe von wem? Eine Waffe, die von Nikolai Valentini offensichtlich immer durch Karl Wagner geklaut wurde. Das ist nämlich am gleichen Tag passiert. Schießerei Weißes Parkhaus. Das heißt, diese Zoe wurde definitiv auf dem Weißen Parkhaus angeschossen. Gibt es eine Aussage von ihr? Ja, diese wurde angeschossen. Und ich wurde getroffen. Und Frau Zoe Vivienne Eau Claire wurde definitiv von der Waffe getroffen, die bei Karl Wagner konfisziert wurde. Also Karl Wagner hat bewiesenermaßen auf Zoe Vivienne Eau Claire geschossen. So.